Für die Freiheit! Dafür kämpft die Bewegung Querdenken. Weg mit den Corona-Maßnahmen, Grundgesetz muss wieder gelten. So oder so ähnlich heißt das ja auf den Demos. Und im Prinzip klingt das ja gut. Und ehrlicherweise, Geimpfte und Genesene haben ja jetzt auch wieder Erleichterungen bekommen. Also im Grunde doch das, wofür Querdenken ja auch eintritt, oder? Oder meint Querdenken nicht das mit Freiheit, was im Grundgesetz mit Freiheit gemeint ist? Das Grundgesetz ist ja neben den grundlegenden Freiheits- und Menschenrechten auch der Solidarität und dem Gemeinwohl verpflichtet. Und davon, muss ich bekennen, sehe ich bei den sogenannten Querdenkern relativ wenig. Sophie Scholl, Anne Frank, das sind ja auch so Symbolfiguren, die die Bewegung Querdenken für sich vereinnahmt. Wir sind die Kämpfer im Widerstand gegen das System. Was hat's damit auf sich? Weil von der anderen Seite kommt ja oft eher der gegenteilige Vorwurf. Querdenker, das sind doch alles Nazis. Ja, und dann gibt's dann eben viele, die sagen, also jetzt nur, weil man das teilweise ja gut findet, was die sagen, oder vielleicht auch mal bei einer Demo mit dabei ist, da ist man doch nicht gleich ein Nazi. Schauen wir drauf. Jetzt! Jens Christian Wagner, den hast du ja gerade schon mal gesehen und gehört, der ist Historiker und Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Der kommt gleich auch nochmal vor. Außerdem Pia Lamberti, Sozialpsychologin. Vielleicht kennst du ja ihr Buch Fake Facts. Mit der schaue ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer auf die Querdenker-Szene. Doch jetzt erstmal alles auf Anfang. Seit Beginn der Corona-Pandemie gehen Menschen auf die Straßen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Viele von ihnen ordnen sich der Querdenken-Szene zu. Maskenpflicht, geschlossene Gastro und Handel, Ausgangssperren, all das geht diesen Leuten zu weit. Das so zu sehen und was dagegen zu sagen, ist ja auch an sich völlig okay. Aber was du wissen solltest, ganz vielen dieser Demonstranten geht es dabei nicht um den Sinn einzelner Maßnahmen. Sie fürchten vor allem um ihre eigene Freiheit, die unsere Regierung ihnen aus ihrer Sicht dauerhaft wegnehmen möchte. Warum ich hier bin? Weil ich Angst um unsere Demokratie habe und um die Freiheit. Weil ich im Moment hier lebe in einem Staat, in dem der mir weniger Rechte gewährt als Nordkoreas täte. Inwiefern? Sie können auch hier demonstrieren. Ah ja, dann warten wir mal ab, wer uns heute noch zusammenknüppelt. Niemand. Wenn man Querdenker fragt, was sie genau mit Freiheit meinen, kommt häufig der Verweis aufs Grundgesetz unserer Demokratie. Genau genommen auf Artikel 2 des Grundgesetzes. Denn da ist ja die Rede vom Recht auf freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Sprich, jeder Mensch darf sein Leben so leben, wie er möchte. Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden, Wahrheit. Das ist jetzt nicht mehr aus dem Grundgesetz, sondern aus dem Manifest der Bewegung Querdenken 7.11. Und da könnte man jetzt sagen, okay, das geht doch in dieselbe Richtung, oder? Professor Wagner, der vom Anfang. Selbstbestimmung, worum geht's denn der Querdenkerbewegung da? Ich glaube, die wirklich wichtigen demokratischen Rechte, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung zum Beispiel oder auch das Wahlrecht, das kann es offensichtlich nicht sein, denn dieses Recht haben wir in der Bundesrepublik, auch wenn Querdenken manchmal behauptet, wir lebten in einer Gesinnungsdiktatur und es gäbe hier so etwas wie eine Cancel Culture. Aber de facto Recht auf freie Meinungsäußerung und Wahlrecht haben wir. Vermutlich geht es den sogenannten Querdenkerinnen und Querdenkern eher um Konsumrechte, also ein Restaurant aufzusuchen, einkaufen zu gehen oder vielleicht auch eine Flugreise zu buchen. Und wenn man sich ansieht, welche gesellschaftlichen Sektoren auf diesen Querdenker-Demos am meisten vertreten sind, dann drängt sich der Eindruck auf, dass das eher die relativ gut verdienende Mittelschicht ist und nicht so sehr das Prekariat. Freie Entfaltung. Das ist halt nicht nur der ungebremste Spaß an der Freude, gerade weil wir eine Pandemie haben, wo eben meine Entscheidung nicht nur mich betrifft, sondern immer auch mein Umfeld, weil es ja eben um ein ansteckendes Virus geht. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. So ist übrigens der Text im Original im Grundgesetz. Und die anderen haben nun mal auch ein Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit. Und außerdem, wenn es Maßnahmen gibt von der Regierung, die auch im Zuge des Lebensschutzes unverhältnismäßig sind, dann haben wir ja Gerichte, die auch solche Maßnahmen kippen können. Was ja auch schon passiert ist in dieser Corona-Zeit. Ich lasse mir von niemandem reinreden. Das kommt dann, wenn man mit den Leuten von Querdenken spricht, immer wieder auf dieses Argument. Und diese Einstellung, die ist nicht erst mit dieser Bewegung entstanden. Damit grenzt man sich eben ab von den anderen, von der Gegenseite, die von
bösen Mächten ferngesteuert ist und von der Wahrheit so gar keine Ahnung hat. Das heißt, für die Querdenker ist klar, wir leben in einer Diktatur. Unser demokratischer Staat ist für sie und ihren Freiheitsbegriff der Gegner. Das hat mir auch die Sozialpsychologin Pia Lamberti erzählt. Also in der verschwörungsideologischen Szene insgesamt ist es ganz häufig so, der Staat ist der Feind, das politische System ist der Feind, demokratische Meinungsbildung geht auch nicht mit dem Weltbild einher. Also das sind schon einfach sehr problematische Narrative, die da bedient werden. Es wird immer wieder zur Selbstjustiz aufgerufen gegen die Feindbilder, die da immer wieder auch herbeibeschworen werden. Also dementsprechend würde ich schon sagen, wenn man sich Querdenken als Gruppierung so anschaut, geht es auch um Umsturzfantasien immer wieder. Und das muss man eben auch genau so sagen, weil man sonst eben hier schnell ins Verharmlosen kommt. Corona-Proteste und der Glaube an Verschwörungserzählungen, das passt oft zusammen. Das hat auch eine Studie der Uni Osnabrück im Mai 2020 herausgefunden. Da findest du auch einen Link in der Infobox. Pia Lamberti hat sich schon vor Corona mit Verschwörungserzählungen befasst und dann natürlich in den letzten 14 Monaten auch diese Szene genau beobachtet. Was treibt die Querdenker überhaupt an? Ich würde sagen, dass Querdenken schon stark durch verschwörungsideologische Narrative geprägt ist, dass hierüber Feindbilder erschaffen werden, die dann sicher wieder auch perfekt zur Mobilisierung eignen. Ne? Also der Handlungsdruck für diese Szene ist einfach gestiegen. Sie sehen sich da als die, die angebliche Widerstandskämpferinnen sind, die vermeintlich für die Freiheit kämpfen würden und versuchen da eben auch viele andere zu mobilisieren. Wenn man mal so schaut, sieht man eben auch, dass ja insbesondere auch der Verschwörungsglaube damit zusammenhängt, diese Proteste als positiv zu bewerten, daran teilzunehmen, aber eben auch sozialdarwinistische Einstellungen, das heißt, dass man sagt, dass Leben unterschiedlich viel wert ist, dass man glaubt, dass es eben Menschen gibt, die sterben in dieser Pandemie, dass das eben dazugehört. Das heißt, sowas findet man da durchaus schon verbreitet. Aber auch Antisemitismus spielt hier eine Rolle. Frauenfeindlichkeit, also einfach viele menschenfeindliche Einstellungen kommen da zusammen. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich ja auch am Anfang des Videos angebracht habe. Nur weil man das auch richtig findet, dass man sich gegen Corona-Auflagen wehrt und da vielleicht auch mal bei einer Demo mit dabei ist, dann ist man doch nicht automatisch gleich Verschwörungsgläubiger oder Nazi oder whatnot. Natürlich sagt eine Gruppierung, auch eine rechtspopulistische oder verschwörungsideologisch geprägte, auch mal Sachen, denen man zustimmt im Einzelnen. Aber ich finde, man muss sich einfach schon das Gesamtpaket anschauen und sehen, was für Inhalte werden hier verbreitet. Und seit über einem Jahr ist es so, dass gegen die Presse gehetzt wird. Die Angriffe auf die Presse haben sich verdoppelt im Vergleich zu vor Covid. Dass gegen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehetzt wird, dass da wirklich auch mit dem Tode Menschen bedroht werden, gegen Politikerinnen gehetzt werden. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen gegenüber Menschen, die Masken tragen. Und da muss man sich schon fragen, warum möchte man genau mit dieser Gruppierung auf der Straße stehen und warum grenzt man sich hier nicht ab? Gerade auch, wenn man auf Organisationsebene geht, hat Querdenken ja sehr eindeutige Verbindungen in ein rechtsextremes Milieu. Es wird sich immer wieder auch mit Reichsbürgern getroffen, mit Holocaust-Leugnern. Die Menschen, die hinter diesen Gruppen auch stehen, die diese Vernetzung machen, das sind teilweise wirklich auch bekannte Rechtsextreme oder Leute, die eben sehr enge Verbindungen in diese Szene haben. Und es gibt ja durchaus auch Proteste gegen Maßnahmen, die eben nicht verschwörungsideologisch ausgeprägt sind, die nicht antisemitisch sind. Wenn man jetzt an Alarmstufe Rot beispielsweise denkt, wer da daran teilgenommen hat, der wurde nicht in eine Anführungsstrichen rechte Ecke gestellt, sondern es war eben deren Form von Kritik. Da kann man jetzt mit einhergehen oder nicht, aber es war eben eine Form der kritischen Auseinandersetzung mit den Maßnahmen, die nicht dazu geführt hat, dass andere Menschen darunter leiden müssen. Wer auf Querdenken schaut, der sieht oft Bilder des Widerstands, beziehungsweise Querdenken sieht sich selbst als demokratischer Widerstand. So nennt sich auch eine Querdenken-Zeitung, wo zum Beispiel die Rede ist vom verfassungsbrüchigen Corona-Regime unter Kanzlerin Angela Merkel und der Ministerkonferenz sowie dem weitgehend gleichgeschalteten Bundesparlament. Dieses Corona-Regime ist das Ziel des Widerstands. Und deswegen kommen da ja auch die Vergleiche mit Anne Frank, mit Sophie Scholl. Das Stichwort Jana aus Kassel dürfte ja bei dir vielleicht auch was klingeln lassen. Das hat Folgen, hat uns Professor Wagner von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora gesagt. Das ist in meinen Augen das eigentlich Gefährliche an den Querdenkern,
Sie leisten nämlich dem Geschichtsrevisionismus mit diesen geschmacklosen und ahistorischen NS-Gleichsetzungen Vorschub und gleichzeitig delegitimieren sie unsere Demokratie, deren Schutz der Grundrechte ja eine ganz explizite Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus ist. Es ist ja kein Zufall, dass Artikel 1 des Grundsatzes die Würde des Menschen ist unantastbar heißt. Das ist eine Reaktion auf die Verbrechen der Nationalsozialisten gewesen. Und das wird sozusagen umgedeutet durch Querdenkende im Sinne auch einer Schuldumkehr, die wir da feststellen müssen. Eine historische Persönlichkeit wie Sophie Scholl aus ihrer Zeit herausnehmen und in einen völlig neuen und anderen Kontext setzen, das funktioniert nicht. Vor allem, weil der Widerspruch in einem demokratischen Rechtsstaat nicht dasselbe ist wie der Widerstand in einer totalitären Diktatur. Genau damit, also dass sich Querdenken gerne mit der Weißen Rose vergleicht, hat sich der BR24 Faktenfuchs genau angeschaut. Habe ich dir natürlich auch verlinkt, wenn du da noch mehr zu wissen willst. Corona ist irgendwann vorbei. Wie geht's denn dann weiter mit Querdenken? Ich befürchte, dass dieses massive Misstrauen, dass das massive Ressentiment gegen den demokratischen, liberalen Rechtsstaat im Rahmen von Querdenken und Co. seine Wirkung in der Zukunft auch haben wird, selbst wenn wir dann nicht mehr unter Corona-Schutzmaßnahmen in gewissem Sinne zu leiden haben, in dem im Augenblick ja tatsächlich einige Grundrechte zumindest eingeschränkt sind. Das Misstrauen gegenüber dem liberalen Rechtsstaat wird bleiben und wird sich dann andere Themen suchen. Und das ist tatsächlich etwas, was Anlass zur Sorge bereitet. Ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Einblick bekommen in die Gedankenwelt von Querdenken. Zum Schluss, du kennst das ja schon, liken, teilen und abonnieren, denn BR24 ist besser im Abo. Eine Playlist mit weiteren Videos von und mit mir, die findest du hier verlinkt. Gerne mal reinklicken. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.